Special Operations Group? Sie waren bei der CIA? Warum haben Sie mir nichts gesagt? Ihnen sagen? Gut, jetzt mal halblachte. Aber ich hätte Ihnen helfen können. Ja, klar. Sie wollen helfen? Dann helfen Sie mir, diesen Kerl zu finden, wenn Sie so sicher sind, dass er der Schlüssel ist. Der Anzug ist es. Alcatraz und der Anzug, beides zusammen. Das ist die Waffe. Ja. Gino, irgendwas? Nichts, Ma'am. Durchsuchung beendet. Wir arbeiten uns entlang der Küste zurück. Ich glaube, ich tauche hier irgendwo. Da! Das ist sein Signal! Das ist er! Zurück zu den Fahrzeugen! Wir haben ihn! Hier drüben! Hier lang! Hierher! Na, ihr seht auch schon mal besser aus. Ich dachte, sie wären auf dem Grund des Flusses. Sieht schön aus. So kaputt. Oh. So. Bye-bye, Hargreave. Ja. Jetzt sind wir wohl auf uns gestellt. Schön, ja. Sie zu sehen, Mann. Hey. Hören Sie, ich habe mir überlegt, dass Sie vielleicht... Später, Professor. Halten Sie die Vorlesung unterwegs. Hier entlang. Los! Du bist die Pussy. Tut mir leid. Ja. Und da sind wir wieder. Alcatraz! Mann, hey, wir haben es geschafft! Jo. Habe ich keine Sachen zum Anschließen? Ne? Naja, steigen wir mal ein. Alcatraz, es geht um dieses Stück aus Prophets Gedächtnis. Wie es aussieht, liegt die Basis der Seth direkt unter dem Wasserspeicher im Central Park und Prophet war drin. Dort ist die Hauptregulierung der Sporen. Dort wird alles ausgelöst. Wenn wir sie und den Anzug da reinkriegen, haben wir eine Chance, die gesamte Invasion zu stoppen. Aber wir müssen in den Park, solange noch Zeit ist. Das ist der Kanal, Ma'am. Schicken Sie los. Colonel Barclay, hier ist Lieutenant Tara Strickland im Auftrag der Special Operations Group. Wir sind unterwegs zum Central Park mit einer Waffe, die den Seth anstoppen kann. Wir verfügen dass Seth über Transportmittel, aber wir brauchen Luftunterstützung. Können Sie uns unterstützen? Wir sprechen sofort. Ich habe mittlerweile einen Freund gefunden. Sie sollen einen Pack und werfen meinen Kopf auf meinen Hemd abwerfen. Sir, das ist Wahnsinn. Die Stadt ist immer noch voller Menschen. Brooklyn, Sir, der Fall. Sie können das nicht überleben. Das werden Sie, Miss Strickland. Oh, hier flackern. Ach, das ist gut, den Zug auf die Seth aufzuhalten. Da flackern die Fenster. Ich habe keine guten Alternativen. Sie haben jetzt so wenig Zeit, um zu tun, was immer Sie vorhaben. Danach verstehen Sie, Miss Strickland. Oh, die hey, Zeitung. Ist, Professor Boot hat mich überzeugt, dass wir eine Chance haben. Aber wir müssen jetzt handeln. Ich wiederhole, können Sie uns unterstützen? Haha, er bleibt still. Mach ja doch. Schon die ganze Zeit hier. Ich geb den Feuerfutz. Wir haben Läufer. 9 Uhr. 9 Uhr? Ist da, aber. Wollte ich schon mal richtig immer in den Marsch bleiben. Mami, Tentakel Hentai. Tentakel Hentai. Ja, ich liebe. Ja, ich red doch nicht. Sein
Ich rede ja nicht, ja. Falls Sie mich hören, ich aktiviere jetzt unser GPS-Signal. Suchen Sie sich eine erhöhte Position und verfolgen Sie unser Signal. Wir sitzen fest. Die Seth kommt überall auf dem Gebälk. Ich versuche, Bartley zu erreichen. Oh, oh. Oh. Oh, wartet, wartet. Jetzt komme ich. Und jetzt? Da bist du hier Platz. Weißt du was? Ich nehme das mal mit. Die kriegen auch einen rein. Na, wo sind deine Freunde? Die Waffe ja eigentlich echt voll pervers. Das ist. Wenn es sowas wie Ethik noch in diesem Zukunftskrieg geben sollte, das ist keine Ethik. Mikrowellenwaffen sind echter Untergang. Wo bleibt meine Luftunterstützung? Wir wurden hier eingekesselt. Ein Zentrum-Luftbodenraketen ist von Mengaya aus zu ihrer Position unterwegs. Aber irgendein Funkverkehr der SEF stört die Frequenzen. Der Pilot braucht Hilfe bei der Zielerfassung. Ist Alcatraz bei Ihnen? Alcatraz, suchen Sie sich eine erhöhte Position. Luftunterstützung kommt. Jo. Ich warte gerade auf den Fahrstuhl. Ach Gott. Aber schon wieder keine Fahrstuhl. Alcatraz, wir fliegen hier praktisch blind. Ich muss die Ziele jetzt sehen. Markiere den Set hinterhalb der Luftangriff. Das war ja gerade voll bescheuert, oder? Hey, Junge. Überall sind die Tentakel Boys. Fuck, Alter. Erschreck mich nochmal so. Die Tentakel Boys sind echt hart. Ja, ich komm gleich. Komm gleich. Komm gleich. Komm gleich. Hochname Alcatraz. Ja. Bitte bestätigen Sie Zielerfassung auf Sicht. Wir sind im Anzug. Richtig? Nur noch einen höher. Ein muss darüber, ne? Haben die vielleicht noch eine andere Waffe hier irgendwo rumfliegen? Oh, da oben ist so ein Teil. Oh oh. Oh oh. Das war ja jetzt wohl nicht witzig. Alcatraz, wir fliegen hier praktisch blind. Ich muss die Ziele jetzt sehen. Ja, mir am Arsch. Jemand anders, Penner.
weigert uns, mit unseren Waffen zu verknüpfen. Die Erfassung der feindlichen Ziele muss über den restlichen Vortrag erfolgen. Die Arschgeigen, weißt du? Können sie alle ein großes Maul haben. So. Wenn sie hier nicht kämpfen müssen. Okay, dann gehe ich lieber doch unten längs. Haha, haha. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nirgendwo geguckt. Ich bin doch noch aus Versehen einmal runtergeflogen. Nein. Reflexvisier. Reflexvisier. Also Schalldämpfer bei einer Pumpgun ist echt so. Da rein? Nein. Jetzt krieg ich mein Spielzeug. Ich hätte auch einmal so rumlaufen können, dann hätte ich von hinten einmal so einmal, ne? Bin ich hier jetzt richtig? Ne, jetzt komme ich ja wieder zurück. Irgendwie da drüben. Da. Ziel bestätigt. Moment. Feuer in 3, 2. Scheiße, Mann. Das war zu knapp. Das war... Jetzt komme ich da hoch. Das war scheiße knapp, Alter. Gefahr. Oh ja, Gefahr. Oh oh. Das wäre peinlich gewesen. Das wäre peinlich gewesen. Wenn ich schon wieder darunter gefallen wäre. Aber ich brauche diese Waffe. Die Waffe ist einfach geil. Weil man einfach nur ein paar Schuss braucht und dann sind sie gleich alle dumm. Da ist jetzt der Durchgang. Vorher geht natürlich hier nichts kaputt. Erst in den Augenblick, wo ich hier weiter muss. War ja klar. Ne? Mal gucken, mal Matratzen. Taktische Optionen verfügbar. Brauche ich nicht. Brauche keine taktischen Optionen. Brauche diese Waffe. Oh, Granaten habe ich ja. So, hätte ich mal gewusst. Ja. Weg hier runter. Schnell. Ja, ich würde die Luft wegnehmen, aber dann kriege ich ein Problem mit den Anzugleuten. So was wie die Charger. Alcatraz? Ja. Was machen Sie da oben? Sie müssen hierher zurückkommen. Ich habe gerade viel Spaß. Sind voll süß, die Leute.
macht nicht so viel Spaß. Ich geh lieber. Tschüss, Jungs. Von hier oben oder wie soll ich jetzt runterkommen? Ja. Hören Sie, Alcatraz. Ihr Lufttransport ist unterwegs. 6 Helikopter von Cell. Mehr haben wir nicht. Und wir haben alle keine Zeit mehr. Wenn es nicht gelingt, die Lage erfolgreich zu meistern, wird Stratcom auf Befehl des Pentagons einen taktischen Nuklearschlag auf Manhattan durchführen. Und zwar in 20 Minuten. Was immer Sie vorhaben, Sie sollten sich beeilen.